Diese Reisenden gehören zu euch, Boltax? In der Tat, das sind gute Freunde, gute Freunde. Ich hatte euch doch erzählt, dass wir aus Richtung Süden kamen. Naja, bevor ich in die Berge gegangen bin. Eieiei, Euer Segen mit euch. Es ist schön, in der Stadt noch göttertreue Menschen zu sehen. Überall in der Stadt verteilt. Allerdings solltet ihr mittlerweile wohl niemandem mehr vertrauen. Selbst wir wurden verraten vor kurzem. Die Herdfeuer sind verflucht, die Menschen sind gereizt. Man kann es ihnen nicht ganz verübeln. Dies liegt wohl in der Natur unseres Feindes. Was könnt ihr uns zu der aktuellen Lage in der Stadt berichten? Die Plätze, wenn man dann Plätze sagen kann, sind abgesperrt durch die Üsli-Geier oder die Flammenstecker. Teilweise gibt es auch einige Scharmützel mit Nekromanten von den Aaskrähen. Also sie kämpfen untereinander, miteinander, so wie wir das mitbekommen haben. Es gibt einige Bürger, die sich dagegen stellen, es gibt andere Bürger, die sich auf ihre Seite geschlagen haben und versuchen so den Plünderungen zu entgegen. Es ist ein Bürgerkrieg im Inneren dieser Stadt. Die Straßen sind einfach nicht sicher. Ihr solltet mit Anschlägen rechnen und hinterhältigem Verrat. Nun, schlimmer als die Kanalisation kann es nicht sein. Ihr wart in der Kanalisation? Ja, leider. Denkt ihr, Nebel? Herübergekommen. Nicht empfehlenswert. Nein, da hing Zettel, dass man nicht in die Kanalisation gehen soll. Warum seid ihr in die Kanalisation gegangen? Weil wir keinen Weil Zwerg hatten, der durch unser den See laufen kann. Transporteur weg war. Sagen wir es so, es gibt keine Kanalisation mehr. Es ist eher ein Unheiligtum geworden. Sagen wir einfach mal. In Durch die Ihrem hat Kanalisation. unseren Herrn aber mir nicht unter die Arme gegriffen. Die Kanalisation befindet sich nicht mehr auf Aventurien, so viel ist sicher. Es ist ein großes Ja, das Wagnis, muss sie man zu auch benutzen. verstehen. Ich heb meinen Grenfetöl etwas schlechter ins Geführt. Ich bin mir sicher, es wird die eine oder andere Möglichkeit geben, was auch immer sich dort unten entwickelt, Zu zu töten. verbannen, aber deswegen sind wir gerade nicht hier. Ja, sobald wir hier oben fertig sind, sollten wir das dort unten auslöschen. Ja, dieses arme Land hat schon genug gelitten. Weiß genau, weshalb seid ihr genau hier, also aus Süden gekommen? Was Wir sind hier, um versucht die ihr hier Stadt zu zu erreichen? befreien. Die alle umbringen, das heilige Paar retten und hauptsächlich die alle umbringen. Und Asmodeus zu seinem finsteren Herrn schicken. Vergesst das nicht. Wir gehen davon aus, dass es sicherlich um die 500 Mann sind. Aber nicht, dass ihr mit einer Heldengruppe von 5 bis 6 Leuten die aufhalten könnt. Und mittlerweile sind es eher so 480. Gebt uns noch etwas Zeit. Seht ihr? 20 an einem Tag. Wenn wir so weitermachen, dann sind das eine gewisse Anzahl von Tagen. Aber doch, das ist unser Ziel. So viele Paktierer wie möglich den Chaos machen und so viele Menschen, die noch hier sind, zu retten wie möglich. Richtig. Vielleicht lässt sich der innere Widerstand etwas besser organisieren. Könnt sehen, wie jetzt hinter euch der Schwertgeselle auftaucht, hat die Hände vor seiner Brust verschränkt, nickt euch anerkennend zu. Nicht schlecht. Feilt noch etwas an eurer Technik und dann könntet ihr vielleicht in 20 Götterläufen etwas aus euch machen. Nur noch etwas weiter üben. Bitte? Isarun schaut ihn befremdet an. Wir geben unser Bestes. War ernst Nun, gemeint. Klingt doch schon mal ganz, ganz gut für den Anfang. zumindest bringen wir gute Nachricht aus dem Süden. Uron ist gefallen. Und Aranien ist sicher. Was habe ich Ihnen schon gesagt? Noch eine gute Nachricht. Der hat dir offenbar nicht zugehört, Boltax. Ja. Gibt es Kunde von der Akademie? Von der Akademie nicht, allerdings konnte ich vor 2 Tagen mit einem Botenläufer sprechen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er von den Pfeilen war oder von den Boten, also den Peilungern. Aber so wie er uns die Nachrichten mitgetragen hat, soll wohl der Großfürst Selindian mittlerweile der Kronprinz sein. Er wurde ausgerufen von seiner Großmutter Alara. Wir bekommen also einen neuen Kaiser. Bei den Göttern. Das sind gute Nachrichten. Was sagt der Rat der Helden dazu? Der Rat der Helden
Was soll er dazu sagen? Ich glaube nicht, dass sie den Kaiser bestimmen können. Natürlich nicht. Es ist ja auch nur recht und billig, dass der Herr Selinian der Kronprinz ist. Also das Mittelreich braucht einen Kaiser. Von daher, das ist schon in Ordnung. Der Herr Selinian, Iseron, ist allen Indizien nach tot. Wieso sollte er tot sein? Wovon redet ihr? Nicht gehört. Man sagte sich, er sei durch Gift gestorben. Ein Anschlag. Gerüchte. Ja. Man sagt sich auch viel. Zusammen mit Galotta Sangreif. Davon weiß ich nichts. Das hat der Botenreiter nicht berichtet, aber er ist von Punin aus nach Gareth aufgebrochen, gemeinsam mit seiner Großmutter und nun, dadurch, dass Rohaya und auch Ema gestorben sind und seine Schwester weiterhin in der Verbannung lebt, ist er nun der Kronprinz, der sich bald krönen lassen darf. Und wir werden sehen, wie die Sache ausgeht, wenn er denn in Gareth ankommt. Wie dem auch sei, das ist eine Baustelle für ein anderes Mal. Zunächst sollten wir dafür sorgen, dass das Reich zusammenhält und den Rott herausschneiden. Wir haben eine Nachricht erhalten aus der Akademie. Ich habe mir. Schau ihn fragend an. Die Stadt des Verrats, habe mir. Das dort ist eine Geweihte. Die Stadt des Verrats, aber wir haben hier die Wände oben. Nun, ihr habt recht. Die Heiligkeit des Tempels natürlich nichtsdestotrotz. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja, aber euer Gnaden, ihr solltet wissen, dass Paktierer diesen Tempel nicht betreten können. Paktierer nicht, nein, aber ihre Schergen sehr wohl. Dämonen können ihn auch nicht betreten. Wir sprechen eher von menschlichen Schergen. Ohne jetzt irgendjemandem hier etwas vorwerfen zu wollen, ist es doch durchaus im Bereich des Möglichen. Das kann natürlich sein. Und ob uns jemand kann jetzt loyal sein und uns morgen verraten. Wie ihr bereits selbst berichtet habt. Ja, ihr Menschen seid aber nicht so stur. Dies ist wohl wahr. Bin mir sicher, eure Sturheit ist mehr als hilfreich in diesen Angelegenheiten. Vielleicht sollten wir das Gespräch auf etwas anderes lenken, und zwar unsere nächsten Schritte. Und nur um sicher zu gehen, sollten wir mehr als einen Plan machen und uns spontan entscheiden, welchen davon wir durchführen. Rotax hat uns auch eine schlechte Nachrichten überbracht. Nachrichten, die es zumindest auf profanen Wege noch nicht hierher gebracht haben. Ja, ja. Also, wenn die Wände hier Ohren haben, dann weiß ich nicht, ob ich das jetzt nochmal so laut wiederholen soll. Aber gut. Also, von Drachen haben sich erhoben, wurden aufgeschreckt von diesem Adnum Opus oder was weiß ich. Das ganze Land leidet und es gibt eine Stelle, wo die Mutter Sumo wahrlich Blutkerbe oder so. Ja, da müssen wir auf jeden Fall hin, als nächstes. Blutkerbe? Was soll das sein? Nun, in der nördlichen Finstermark angeblich etwas, was großes Unheil bedeutet. Wenn wir uns erst um die Stadt kümmern und dann um große Unheile aus allen Richtungen. Also beeilen wir uns lieber in dieser Stadt, damit wir direkt uns den nächsten Brandherd widmen können. Jetzt nach dem anderen, wenn die Hüter der SS gestatten, würden wir doch gerne eine Weile hier rasten, unsere Kräfte sammeln, bevor wir wieder in die Stadt aufbrechen. Ihr seid selbstverständlich eingeladen, hier zu nächtigen. Wie gesagt, unsere Feuer brennen noch heiß. Und solltet ihr euch außerhalb dieser bewegen, dann... Die Herdfeuer sind verflucht worden. Wahrscheinlich auch so etwas wie ein Magnum Opus. Zumindest gehen wir davon aus. Die Menschen können nicht mehr schlafen. Wahrscheinlich das Ding in der Kanalisation. Wir werden das im Hinterkopf behalten. Gut, wisst ihr, wo sich die nächsten Feindkonzentrationen befinden? Überall. Sie wechseln stetig. Sie bleiben nicht an einer Stelle, sondern bewegen sich. Wenn sie irgendwas finden, dann... rauben, plündern und morden sie und ziehen dann weiter.
Natürlich, rastlos. Wisst ihr, wie viele feindliche Bataillone oder Männer sich in dieser Nähe, der Nähe des Tempels befinden oder ihn angreifen? Was ich weiß, ist, dass sie wohl immer mit 10 Mann umherlaufen. Das scheint sich wohl als einzige Konstante zu entwickelt haben. 10 Mann kriegen wir. Aber wenn ihr es zum Bohrenanger schafft, dann könnt ihr dort mit erhöhter Nekromantie rechnen. Wie gesagt, die Aaskrähen von einem anderen Feldherrn sind wohl hier und streiten sich unablässig mit den anderen Paktierern. Wirklich? Uns wurde noch gesagt, dass es hier keine Nekromanten gäbe. Uns wurde gesagt, dass der Schwarze Drache keine Nekromanten gesandt hätte. Nein, zu dem Schwarzen Drachen scheinen sie wohl nicht zu gehören. Sie tragen wohl ein Banner von einer Nekromantin, irgendwas mit Äxten, wahrscheinlich Torvaler. Ich kenne sie allerdings nicht. Also ich stimme dafür, dass wir einen großen Bogen um den Bohrenanger machen. Andererseits könnte es zu einem günstigen Zeitpunkt die Möglichkeit sein, dieser speziellen Schlange den Kopf abzuschlagen. Moment, Moment, Moment. Vielleicht kann man da ja auch wieder eine List anwenden, wenn wir die einen Truppen in den Bohrenanger reinlocken und das zwei verfeindete Lager sind. Reiben sie sich gegenseitig auf. Ja, wir sollten, wenn die Feinde wirklich gegeneinander kämpfen, sollten wir immer das Lager schwächen, das am stärksten ist. Ihnen einen Dorn aus der Seite zu entfernen, auf dem Bohrenanger, wäre nicht gut. Ich vermute, dass beide Seiten gleiche Artefakte begehren. Wir wissen zwar noch nicht genau, was das ist, aber ansonsten würden sie, glaube ich, nicht so sehr gegeneinander intrigieren. Irgendetwas, was die Nekromantin Mirona Yarmorenia haben möchte. Wie gesagt, Morenia. Ist sie mit euch verwandt? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Nein, ist sie nicht. Nicht mit euch. Mit unserem Kollegen aus. Er möchte offenbar nichts dazu sagen. Ja, Schweigen ist auch eine Antwort. Können wir nicht einfach ein paar von denen umbringen? Ein paar sicher. Es ist natürlich eine Zeitfrage. Immerhin wird diese Stadt belagert und ewig werden die Mauern vermutlich nicht halten. Selbst im dort, wo der Travia-Tempel ist. Wenn das heilige Paar noch lebt, wo werden sie sich am wahrscheinlichsten verschanzt haben? Ja, bei den Gänserittern. Die Gänseritter halten die Friedensstadt, glaube ich. Richtig, mit dem Friedenskaiser Julak-Tempel. Genau. Aber wenn wir hier anfangen, also zumindest in die ein, zwei Patrouillen ausschalten, müssen sie Kräfte abziehen, um uns zu suchen. Ich nehme nicht an, vielleicht sind ihnen ihre Söldner natürlich völlig egal, dann ist das natürlich sinnlos, aber wenn wir ein bisschen Verwirrung unter den Feinden stiften, die sind ewig rastlos, sie werden kommen. Wo könnten wir noch Verteidigungsnester finden? Andere Tempel, die eventuell noch stehen? Die Akademie noch gekämpft, sagt man uns. Die Akademie steht wohl noch. Und das Donnerfeld. Das Donnerfeld wird von den Rondrianern gehalten. Das Problem ist, die Akademie ist, wenn ich richtig verstanden habe, nur noch das innere Gebäude, richtig? Genau, richtig. Das wird allerdings sehr schwer, da reinzukommen, oder nicht? Wir könnten uns auf die Kanalisation verlagern. Nein, auf gar keinen Fall. Hätte ich auch für keine gute Idee. Wenn es da einen Eingang gäbe, würden die Paktiere ihn schon lange nutzen. Sie kennen die Kanalisation vermutlich besser als wir. Ziemlich sicher kennen sie besser als wir. Vermutlich werden im Herz der Kanalisation die größten Paktiere finden, aber... Kanalisation ist formbar. War schon das eine oder andere Mal unten, aber wie gesagt, das ist kein derisches Gestein. Ja, das spricht ja nur noch dafür, dass wir nicht da unten rumlaufen sollten. Nichtsdestotrotz ist das Institut unsere beste Möglichkeit, um mehr Informationen über die Lage zu erhalten. Wenn jemand anderes weiß, dann sie. Ich würde vermutlich vorschlagen, zuerst beim Donnerfeld vorbeizusehen. Von dort aus ist es nicht weit bis zum Institut selbst. Und wir könnten einen Bogen um den Boronanger schlagen. Ich bin dafür, dass wir uns nochmal eine Patrouille schnappen und ein paar neue Informationen sammeln.
Wie sieht es aus mit dem Palastberg oder dem Arania-Berg? Gibt es dort alle vielleicht noch Überlebende? Ich vermute nicht, als damals vor einigen Wochen die Heeresleitung aufgebrochen ist, um in Wehrheim zu kämpfen, haben sie wohl eigentlich alle mitgenommen. Ob dort noch jemand aktuell wohnt oder lebt, das weiß ich nicht. Vermutlich einige Wachen und einige Bedienstete, die überrannt wurden. Der Arania-Berg hat laut dieser Karte zufolge so gut wie keine Verteidigungsanlagen. Dort wird nichts mehr stehen. Zumindest nichts, was wir als freundlich bezeichnen würden. Wieso erinnern wir die Güton, mir diesen Brief noch einmal zu geben? Ihr hattet ihn aufgeschrieben, ne? Sicher, hier. So, hier habe ich es. Willkommen in Romilis. Achtung, die Kanalisation ist überrannt. Dämonen und Pakte wimmeln im Untergrund. Meidet das Wasser und versucht euch über die zerstörte Brücke zunächst nach Nordosten durchzuschlagen. Danach an den Mauern in die Stadt vordringen, haltet euch an die Hauptstraße und kommt dann zu uns vorbei an den Schlangen. Dort bekommt ihr mehr Informationen. Das ist ja eine ganz edle Idee. Das Problem ist nur, die werden vor dem Informationsinstitut vermutlich mit einigen Soldaten stehen. Ich meine, nur weil sie nicht reinkommen, wollen sie ja nicht, dass die Magier rauskommen. Dann werden wir wohl durchbrechen müssen. Richtig. Die Magier sind ja auch nicht dumm und so. Von daher, wenn die Belagerer von zwei Seiten angegriffen werden, steht es schlecht um sie. Aber ich dachte, diese Akademie wäre eine Informationsakademie und keine Kampfakademie. Ja, richtig. Was bedeutet denn Informationsmagie? In unserem Fall bedeutet das, dass in Romilis Geheimnisse gehütet werden, eben Informationen. Und es gibt natürlich Vorrichtungen, damit diese Informationen nicht in die falschen Hände geraten. Nein, ich meine, was können die? Die können die Feuerbälle werfen? Nein, Hellsicht. Der KGA sind da unten. Mhm. Ja. Also, nein, die Frage ist, können die uns denn überhaupt helfen oder hocken die hinter ihren Fallen aus dem Grund, weil sie nichts Vernünftiges können, was im Kampf vernünftig helfen würde? Wahrscheinlich Letzteres, wobei ich nicht ausschließen würde, dass sie auch über etliche Artefakte mit offensiver Magie verfügen. Also sollten wir erst in Donnerfeld vorbeischauen. Und hoffen, dort ihr Geschäft ist es, Dinge zu wissen. Und wir müssen gerade Dinge wissen, denn wir können den Wind durch die Stadt stolzieren. Ist richtig, das Problem ist nur, dass wir vielleicht erstmal, bevor wir da hingehen, herausfinden sollten, wie viel man da stehen. Und wenn die da mit 50 Mann stehen... Das wäre immer eine gute Idee. Spielt das eine Rolle, wie viel man da stehen? Natürlich, wenn da 50 Mann stehen, können wir da mit 5 Mann reinmarschieren und werden abgeschlachtet. Wir sollten die Lage auskundschaften. Gut. Ich habe eine weitere Idee. Wie wäre es, wenn wir uns auf den zweiten Mauerring begeben und dort entlang spazieren? Feinde, die uns dort in den Weg kommen, könnten wir dort in diesem Engpass leicht besiegen. Und wie wir könnten uns... Bitte? Das wäre eine Möglichkeit. Oder direkt wieder hinab, falls wir in die Ecke gedrängt werden. Sieht man uns nicht auf diesem Mauerring? Ja, ich würde es vorschlagen, es in der Dunkelheit zu tun. Das gefällt mir nicht, Isarun. Nein, mir gefällt es auch nicht. Das hier ist überhaupt keine Rundlage oder überhaupt den Göttern gefällige Auseinandersetzung. Aber es ist nun mal diese Auseinandersetzung, die wir führen müssen. Und wir müssen hier mit militärischem Verstand herangehen. Wenn das der beste Weg ist... Die Straßen nehmen, dort gibt es genug Deckung, wenn wir die Mehltaustraße entlang gehen und uns in den Seitengassen verstecken. Sicher, die Seitengassen sind auch nicht von irgendwelchen Leuten überrannt. Überall ist es gefährlich. Es kommt nur darauf an, den Weg zu nehmen, der am wenigsten gefährlich ist. Und am wenigsten auffällig. Ihr vergesst ihre Hunde. Die können uns riechen. Ja, aber das können sie genauso gut in den Seitengassen wie auf den Mauern. Deswegen sage ich, es ist keine gute Idee, die großen, breiten Straßen zu nehmen. Was spricht denn dagegen, sich eine Patrouille von denen zu schnappen? Ich meine, 10 von denen, die schaffen wir easy. Wenn wir 10 von denen da machen, dann nehmen wir wieder einen gefangen und holen uns mal aktuelle Informationen. Wie viele Leute stehen vom Informationsinstitut? Wie steht's um den Donnerfeld? Afim, ihr mögt euch ja gerade noch prächtig fühlen, aber der Rest von uns hat gelitten und gekämpft. Ja, wir schlafen jetzt und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Magier geschlafen haben, dass wir 10 Mann ausschalten können. Macht das nicht viel Krach? Ja, nein. Das ist eine belagerte Stadt. Hier wird überall gekämpft. Ich hab doch den Zauber, der alles still macht.
Wie auch immer. Ich mag ihn nicht. Das auch, aber ja. Wir sollten auf jeden Fall über den Süden der Stadt vordringen. Ja, aber wir wissen doch gar nicht, was da ist. Was spricht denn dagegen, eine Patrouille auszuschalten, jemanden gefangen zu nehmen und den zu fragen? Wir müssen eine finden. Im Prinzip nichts. Das mit der Patrouille halte ich gar nicht für eine schlechte Idee. Das einzige Problem, das ich dabei sehe, ist, dass die an alle verschiedenen Fraktionen angehören können und gar nicht wissen können, möglicherweise gar nicht wissen, was jetzt von wem belagert wird und mit wie viel Mann, weil die sich alle untereinander spinnefeind sind. Da habt ihr natürlich recht. Da ich darf keiner ankommen. Aus seinen Untergebenen immer nur das wissen lässt, was sie unbedingt wissen müssen. Aus Angst vor dem Verrat. Wir machen Folgendes. Wir sehen erst einmal, ob wir uns zur Hauptstraße durchschlagen können. Von dort aus haben wir sicherlich einen besseren Blick auf eben jene sowie auf die Mauer. Und dann können wir eine Entscheidung treffen, wie wir uns bewegen wollen. Nachdem wir allesamt gerastet haben. Ich denke, gerade die Herren Magier können dies gebrauchen. Oh ja. Sehr gut sogar. Ihr nehmt euren komischen Tee, wie heißt er denn nochmal? Pfeilblütentee. Pfeilblütentee, genau. Der scheint doch ganz gut zu knallen. Ja, bei astraler Regeneration leider nicht. Das ist traurig. Nehmt diesen schwarzen Mond nicht, euch jetzt mal an. Ach ja, stimmt. Aber da bin ich ja noch gar nicht zugekommen. Und wenn ihr ich das. Ich würde den Tee gerne nehmen. Ich bin immer noch ein wenig angeschlagen. Zusätzlich zur astralen Meditation einsetzt, dann ist dieser Tee auch hilfreich. Ja, natürlich. Guck mal, ich habe auch Tee gekauft hier. Kannst du welchen von mir haben? Ja, was? Dankeschön. Nun gut, die Herrschaften, dann seht zu, dass ihr alle ein wenig Ruhe bekommt. Aber spätestens mit dem letzten Sonnenstrahl werden wir aufbrechen. Gut, so könnt ihr euch im Angrosh-Ingrim-Tempel weiter zurückziehen und die stärkenden Alchemiker zu euch nehmen. Das heißt, Pfeilblütentee für diejenigen, die nicht ganz bei Kräften sind. ASP fehlen noch weiterhin. Was macht der Mohn? Er verdoppelt die Regeneration von ASP und LE. Ja. Ich würde noch gern wissen, wie viele Stunden wir denn hier zum Rasten haben. Ja, das kommt drauf an. Also du weißt nicht genau, wie spät es ist. Ihr seid irgendwann nachmittags dann aus der Kanalisation rausgetreten. Wenn du jetzt ganze 6 Stunden bleiben möchtest, ist es immer noch hell, weil wir ja Sommer haben. Das würde also funktionieren und solange du im Angrosh-Tempel rumläufst, kannst du da auch regenerieren. Musst du dich einfach ein bisschen zurückziehen. Gibt es natürlich keine Betten, also da würde ich euch eine minus 1 geben, wenn ihr dann auf dem Steinboden sitzt. Aber ganz generell könntet ihr dann hier ruhen. Mhm. Ja, dann würde ich, glaube ich, eher astrale Meditation machen die ganze Zeit und Pfeilblütentee trinken. Gut, also dann wieder mit einer Ritualkenntnisprobe die Orten öffnen. Gibt es ein Maximum, was man umsetzen kann, oder geht das so lange, bis man tot ist? Es gibt kein Maximum. Ah, bis man tot ist. Bis man tot ist, genau. Bis auf einen LEP runter. Dann kommt eine besonders große Mücke. Gut, dann bist du bei 6 Stunden. Eine Stunde waren 12 ASP. Kannst du natürlich dich jetzt so lange runter kaputt machen, wie du willst. Ja, die ganzen 6 Stunden natürlich nicht. Bin ich ja eh bei meinem Maximum, aber ich guck mal. Ich muss das gerade mal durchrechnen. Ich würde auch Pfeilblütentee trinken und dann Blut an Chor opfern. LEP rein, LEP raus. Richtig. Ich würde auch ein 15 ASP LEE in ASP umwandeln. Danach oder vorher einen Pfeilblütentee trinken und ja. Ich würde mich von Jalan mal auf den neuesten Stand der Dinge bringen lassen. Ja, dann tut dies auch, während er in Ruhe seinen Tee aufgießt. Dann trinkt er auch den Tee. Er erzählt die Geschehnisse der letzten, es müssten 3 Tage gewesen sein, seit Boltax uns verlassen hat. Und Boltax, aber was wir getan haben, mag aufregend genug gewesen sein, aber was sagen eure Geister? Nicht, dass ich auf ihre Worte viel geben würde, aber eure Meinung scheinen sehr hinreichend zu beeinflussen. Nun, ich habe ja schon gesagt, Landstriche, die von ewigem Leid durchzogen sind und, naja, wie gesagt, Urkräfte bewegen sich auf das Land zu. Geister sprechen von Drachen, von
sehr beunruhigt. Was denn für Drachen? Assassins Drachen oder Apeps Drachen? Das haben sie nicht so genau gesagt. Naja, und wie gesagt, an vielen Stellen blutet das Erz. Furchtbar. Dieses Land verheert von derartigen. Schrecklich. Beunruhigend. Aber gut, wir werden diese. Wer hat sich den Namen Finstermark überhaupt ausgedacht? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sie wohl von Süden nach Norden aufrollen müssen. Ein Feuer nach dem anderen, wie Karinos sagte. Geister sprachen von Arofia, Agul, Arwen und Arama. Vier. Naja. Alles in allem sehr, sehr, sehr beunruhigend. Ich bin dann natürlich so schnell wie möglich hierher, um euch zu treffen. Ich wusste ja, dass ihr hierher geht. Nun, da habt ihr aber gut geraten, auf welcher Seite wir herauskommen werden. Hätte Herr Ingerim uns nämlich mal gestanden, wären wir weiter im Norden angelandet. Scheint so, als würden wir immer noch innerhalb der göttlichen Fügung handeln, hm? Das scheint ganz so. Und ihr habt echt ein Boot gebaut? Wohl eher ein Floß. Muss gestehen, Abelmirs Verständnis für diese Vorgänger scheint sehr tief zu sein, aber ihm fehlt wohl die Übung. Das ist ein amüsanter Anblick. Amüsant, nur weil ihr am Ufer standet. Also, ich hätte da keinen Fuß auf dieses Boot gesetzt.